Schloss das ist, findet ihr nicht auch? Es ist so wunderschön, dass ich fast weinen muss, Dorothy. Was wissen wir eigentlich von Glenda, außer dass sie eine gute Hexe ist? Nicht viel. Ich glaube, die Vogelscheuche weiß mehr von ihr. Was hast du denn, Vogelscheuche? Warum bist du stehen geblieben? Was ist? Offenbar bedrückt ihn was. Er sieht furchtbar traurig aus. Wir wollen rasch zum Schloss, Vogelscheuche. Wir sind doch schon fast da. Sag mal, bist du denn gar nicht mehr neugierig, wie die Herrscherin des schönen Schlosses aussieht? Ich bin zwar ein Feigling, aber sogar ich freue mich darauf, der Hexe Glenda einen Besuch abzustatten. Vielleicht liegt das auch an meinem neu gewonnenen Mut. Du weißt doch, warum wir den weiten, beschwerlichen Weg hierher gemacht haben. Wir haben so viel Gefahren überstanden. Ja, ich weiß. Mit meinem neuen Gehirn kann ich so viel mehr verstehen und über so vieles nachdenken, aber es gibt etwas, was ich nicht begreife. Niemand von euch scheint irgendwelche Bedenken zu haben. Warum also ausgerechnet ich? Vielleicht funktioniert mein Verstand nicht richtig. Ich fürchte, sein neuer Verstand macht ihn regelrecht grüblerisch. Es ist unbequem, einen brillanten Verstand zu haben. Hör mal, sprich dich doch endlich aus und verrate uns, was dich bedrückt, Vogelscheuche. Ich kann nicht verstehen, warum ich trotz meines guten Verstandes etwas nicht begreife. Was begreifst du denn nicht, Vogelscheuche? Nun komm schon, sprech es aus. Du weißt doch selbst, wir können nicht bis in alle Ewigkeit hierbleiben. Ja, aber... Also wenn du glaubst, immer noch nicht genug Verstand zu besitzen, kannst du Glenda bitten, dich klüger zu machen. Vielleicht hilft sie dir. Aber genau das ist es doch, was mir zu schaffen macht. Wie meinst du das? Habt ihr vergessen, wie schwierig es für uns war, in der Smaragdstadt zum Zauberer von Ost durchzukommen? Der falsche Zauberer ist wieder zu Hause, aber Dorothy immer noch nicht. Und wenn diese Hexe Glenda nun auch... Da sitzt sie nun in diesem wunderschönen Schloss. Mich macht die Frage ganz verzweifelt, ob wir es schaffen, zu ihr zu kommen und ob sie wohl eine echte gute Hexe ist. Ich habe furchtbare Angst, dass wir wieder an jemanden geraten, der uns nur vorgibt, Zauberkräfte zu haben. Ja, er hat recht. Wir wissen wirklich nichts. Wir brauchen Mut. Wir müssen all unseren Mut zusammennehmen und zum Schloss gehen. Wenn Glenda eine Betrügerin oder eine böse Hexe ist, werde ich schon mit ihr fertig. Richtig, Löwe. Ich bin ganz deiner Meinung. Lasst uns zum Schloss gehen und uns der Wahrheit stellen. Ich denke, ich habe die Lösung. Wenn ich etwas nicht begreife, dann muss ich einfach weiter versuchen, es zu begreifen. Sehr klug, Vogelscheuche. Gehen wir, Dorothy. Auf in die Höhle des Löwen. Sehr witzig. Sie haben alle bekommen, was sie sich gewünscht haben. Unbedingt versuchen. Guten Tag. Ich bitte um Verzeihung, ich möchte gerne mit Glenda sprechen. Was fällt euch ein? Verschwindet! Ich habe recht gehabt, es scheint schwierig zu sein, in das Schloss zu kommen. Vielleicht reicht Mut allein nicht aus. Unsere arme kleine Dorothy. Erweist gefälligst eure Ehrerbietung. Ihr müsst sagen, wir bitten um Audienz bei der mächtigen, guten Hexe Glenda. Habt ihr das etwa nicht gewusst? Ist das alles, was wir zu tun haben? Wir bitten um Audienz bei der mächtigen, guten Hexe Glenda. Bitte kommt herein. Geht immer eurer Nase nach. Unsere mächtige, gute Glenda ist äußerst gütig und empfängt gern alle Besucher.
Da könnt ihr mal wieder sehen, wie hilfreich Mut ist. Wer ist da und begehrt Einlass? Ich bin es, Dorothy. Warum bist du zu mir gekommen, Dorothy? Ich will dich nur fragen, wie ich wieder zurück nach Kansas komme, große Glenda. Du willst nach Kansas? Ja. Bist du aus diesem Ort Kansas in die Welt von Oz gekommen? Ja. Warum bist du hergekommen? Ach, weißt du, mächtige Glenda, ich bin nicht mit Absicht gekommen. Aber wie bist du denn hergekommen? Es ist kein Kinderspiel, diese Welt zu finden. Ein Wirbelsturm hat mich hergeweht. Ein Wirbelsturm? Ja. Bitte erzähle mir mehr, Dorothy. Ihr müsst auf dem Weg hierher viele Abenteuer erlebt haben. Ja. Dann habt ihr viele Gefahren überstanden. Ja, und mein einziger Wunsch ist es jetzt, Kansas wiederzusehen. Du wirst deine wunderbaren Freunde hier verlassen müssen, wenn du wieder in deine Heimat zurück willst. Schwer, wenn ich daran denke, meine Freunde zu verlassen, aber ich habe Angst um meine Tante Emmy und Onkel Henry. Sie könnten vor lauter Sorge um mich krank werden. Die beiden müssen immer so hart arbeiten, weil sie so arm sind. Die Plackerei fällt ihnen sehr schwer, aber sie klagen niemals. Ich will ihnen helfen. Du bist wirklich ein sehr liebes Mädchen. Ich will sehen, was ich für dich tun kann. Oh, Dorothy! Überlasse getrost alles mir. Ich bin sicher, dass mir irgendetwas einfallen wird. Ich glaube, ich kann dir helfen.
Wirklich? Mächtige, gute Hexe Glenda? Ja, wirklich. Aber ich verlange dafür natürlich auch etwas von euch. Wieder mal typisch Hexe. Ich wusste, dass sie etwas dafür verlangen würde. Genau wie die Hexe des Westens, wisst ihr noch? Glaubt ihr, sie will meine Schuhe? Durchaus möglich. Aber vielleicht will sie mich auch vor ihre Kutsche spannen. Aber sie wird mir doch hoffentlich nicht mein Herz wegnehmen wollen, oder? Oder vielleicht meinen Verstand? Ich will ihn nicht hergeben. Oder meinen Mut? Den gebe ich nicht her. Was redet ihr da nur für einen Unsinn? Dorothy, du besitzt etwas, das du mir geben solltest. Ich verlange als Gegenleistung deinen Zauberhut. Mein Zauberhut? Ich habe die Zauberkraft des Hutes schon dreimal benutzt, aber wenn du möchtest, kannst du ihn haben, mächtige, gute Glenda. Ja, das möchte ich. Ich glaube nämlich, ich brauche ihn ganz dringend, mein liebes Kind. Übrigens, Vogelscheuche, sag mir, was wirst du tun, wenn Dorothy fortgegangen ist? Ich werde zur Smaragdstadt zurückgehen. Ich werde dort nämlich von den Bewohnern erwartet. Der Zauberer von Oz hat mir den Thron anvertraut und die Menschen dort haben mich gern. Sie waren sehr traurig, als ich sie verlassen musste. Nur leider gibt es mal wieder eine Sache, die ich nicht begreife, obwohl ich jetzt noch einen vernünftigen Verstand besitze. Ich weiß nicht, wie ich über diesen Berg mit all den gemeinen Hammerköpfen kommen soll. Das war wirklich ein grauenvolles Erlebnis. Ich bin um mein Leben gerannt, um diesen Ungeheuern zu entkommen. Ich bin mir ganz sicher, dass deine Untertanen vor Freude außer sich sein werden, einen so wunderbaren Herrscher wie dich wiederzusehen. Oh, glaubst du wirklich, dass ich ein wunderbarer Herrscher bin? Du bist der Beste von allen. Und was ist mit dir, Zinnmann? Was wirst du tun, wenn Dorothy fortgegangen ist? Ich werde in das Land des Westens zurückkehren, ins Winkiland. Nachdem die böse Hexe weg war, haben mich die Winkies gebeten, ihr König zu werden. Sie waren sehr freundlich zu mir und ich mag sie. Ich habe ihnen versprochen, ihr Herrscher zu werden, wenn der Zauberer von Oz mir ein Herz gibt. Das habe ich nun und ich möchte mein Versprechen einlösen. Wenn ich es schaffe, nach Winkieland zu kommen, möchte ich für den Rest meines Lebens dort bleiben. Ich kann verstehen, dass die Winkies froh und glücklich sind, wenn du ihr König wirst, Zinnmann. Es ist wohl niemand besser dafür geeignet als du. Dein Kopf ist zwar nicht so groß wie der von Vogelscheuche, aber dafür ist deiner um einiges heller. Ich meine, wenn du ihn kräftig polierst. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du ein kluger und gerechter König für Winkieland sein wirst. Weißt du auch schon, was du tun wirst, Löwe? Ja, ich werde in den Wald gehen, wenn Dorothy fort ist. Hinter dem Berg, auf dem die Hammerköpfe leben, gibt es einen großen, uralten Wald. Die Tiere, die darin leben, warten auf mich. Sie haben mich zu ihrem König ernannt und wenn ich zu ihnen zurückgehe, wird mein Leben gewiss sehr glücklich sein. Ich verstehe. Ich bin sicher, du bist als König des Waldes vorzüglich geeignet. Dann hat also jeder von euch einen weiten, beschwerlichen Weg vor sich. Aber zum Glück kann ich euch dabei helfen. Ich darf diesen Hut dreimal benutzen. Für jeden von euch einmal. Du wirst bestimmt den geflügelten Affen rufen. Ja, du hast recht, mein Kind. Ich kann den geflügelten Affen mit dem Zauberhut drei Befehle erteilen. Zuerst, Vogelscheuche, werde ich sie beauftragen, dich vor das Tor der Smaragdstadt zu bringen. Dann werde ich sie bitten, den Zinnmann nach Winkieland zu fliegen, damit auch er unversehrt dort ankommt. Und mein letzter Befehl wird lauten, dass sie dich, Löwe, in den Wald geleiten. Dann kannst auch du deine Herrschaft antreten. Jetzt kann ich endlich wieder in den Wald zurück. Und ich kann meinen Thron in der Smaragdstadt besteigen. Und ich komme zu meinen Freunden nach Winkieland zurück. Dann ist also alles in Ordnung. Oh nein. Das größte Problem haben wir nicht gelöst. Gute, mächtige Hexe Glenda, du hast nicht ein einziges Wort darüber verloren, wie du mich nach Kansas zurückschicken willst.
Nein, kein Wörtchen. Ich bin sicher, dass du nicht nur wunderschön, sondern auch überaus gut und lieb bist. Aber wenn du unser größtes Problem nicht lösen kannst, glaube ich kaum, dass du eine große Hexe bist. Wir sind gekommen, um Dorothy in ihr Heimatland zurückschicken zu können. Bitte, sag uns die Wahrheit. Kannst du etwas für sie tun? Was für wunderbare Freunde du gefunden hast, Dorothy. Ich hoffe sehr, dass dir auch wirklich bewusst ist, wie glücklich du dich schätzen kannst. Aber wie dem auch sei, mein liebes Kind, es ist im Grunde ganz einfach, dich in deine Heimat zurückzubringen. Was? Was? Mit deinen Zauberschuhen kannst du Wüsten und Berge überwinden und kommst direkt in dein Heimatland Kansas zurück. Was? Diese Schuhe? Stimmt das wirklich? Wenn du nur gewusst hättest, welche Zauberkraft diese Schuhe besitzen, hättest du noch am Tag deiner Ankunft hier in die Welt deiner Tante zurückkehren können. Oh, was für ein Jammer. Aber dann wäre ich meinen Freunden ja niemals begegnet. Das stimmt. Ich hätte sonst Dorothy niemals getroffen. Und ich hätte auch meinen neuen Verstand niemals bekommen. Vermutlich hätte ich für den Rest meines Lebens auf dem Maisfeld gestanden. Genau so ist es. Und ich hätte mein wunderbares Herz bis heute nicht bekommen. Ich könnte mich vor lauter Rost gar nicht mehr rühren und hätte den Wald niemals verlassen können. Und ich wäre für immer ein jämmerlicher Feigling geblieben. Die Tiere im Wald hätten mich nie im Leben darum gebeten, ihr König zu werden. Ich glaube, es war gut so. Ich bin froh und dankbar, dass ich nichts von der Zauberkraft dieser Schuhe wusste und euch getroffen habe. Aber nun habt ihr alle bekommen, was ihr euch so gewünscht habt und werdet mit eurem neuen Leben bestimmt sehr glücklich sein. Ich glaube, für mich ist der Zeitpunkt gekommen, nach Kansas zurückzukehren. Ich habe euch noch etwas zu sagen. Die Schuhe haben verschiedene wunderbare Zauberkräfte. Es stimmt, ihr habt richtig gehört, aber das allergrößte Wunder an ihnen ist, dass sie dich hinbringen können, wohin du willst. Wohin ich will? Diese Schuhe werden dich in Nu ans Ziel deiner Wahl bringen. Du musst nur dreimal die Hacken zusammenschlagen und den Schuhen befehlen, wohin du möchtest. Das ist alles. Das ist ja fabelhaft. Ich finde, das ist wirklich ein Wunder. Ich werde jetzt den Schuhen befehlen, mich nach Kansas zu bringen. Auf Wiedersehen, Löwe. Ja. Leb wohl, lieber Zinnmann. Bitte nicht weinen, du weißt doch, dass du sonst rostest. Oh, Vogelscheuche, auf Wiedersehen. Dorothy, ich hoffe, ich werde dich eines Tages wiedersehen. Ich auch. Komm zu mir, Toto. Schnell zu meiner Tante Emmy. Sind wir, Toto?